B1.6. Unter den Dreiecken A, N, B, N, C, N gibt es das gleichschenklige Dreieck A4, B4, C4 mit der Basis AB. Bestimmen Sie rechnerisch den zugehörigen Wert von x. Also es klingt eigentlich wie die Aufgabe von gerade eben, wie die 1.5, nur dass es reicht, den Wert für x zu bestimmen, man muss keinen weiteren Punkt bestimmen. Okay, wie gehen wir vor? Überlegen wir erstmal, was ist ein gleichschenkliges Dreieck mit Basis AB. Aus der Zeichnung wissen wir, A und B liegen übereinander. Wenn wir nochmal oben, glaube Punkt A. Ja, Punkt A war oben, also machen wir so, A, B. Und wenn das Ding jetzt gleichschenklich wird, das ist die Basis, das bedeutet, der Punkt C muss irgendwo hier liegen. Ja, das Besondere daran ist, dass hier diese Strecke, ich nenne jetzt hier mal den Punkt M, das ist der Mittelpunkt der Strecke A, B, weil hier die Schenkel sind ja gleich lang, gleichschenklich. Deswegen teilt die Höhe dieses Dreiecks die Strecke A, B genau in der Mitte. Okay, gehen wir hoch in unsere Zeichnung und gucken uns das in der Zeichnung an. Ja, im Prinzip wie gerade festgelegt, man braucht jetzt irgendwo ABC, wo ein gleichschenkliges Dreieck entsteht. Ja, ich glaube, es ist gar nicht so günstig, das hier noch reinzuschmieren. Wie könnten wir es ungefähr reinzeichnen? Vielleicht auch wieder hier irgendwo. Ah, das war jetzt zu hoch. Ja, sieht es vielleicht an dem A1, B1, C1. Das geht schon recht nah an Gleichschenklichkeit. Vielleicht, wenn ich es ein bisschen tiefer setze, ja, dann geht der Punkt C. Ja, ist ja Wurst. Ja, so ungefähr liegt es drin. Irgendwo da wahrscheinlich wieder. Genau. So, wie kommen wir jetzt drauf? Über ein A können wir nichts aussagen, liegt irgendwo. Über B auch nichts, liegt irgendwo. Über den Punkt C, der hat jetzt natürlich wieder was Spezielles. Warum? Der hat die gleiche Höhe wie der Mittelpunkt hier hinten. Also gleiche y-Wert. Im Prinzip wie gerade eben. Jetzt steht er halt nicht rechtwinklig und gleiche Höhe wie b, sondern jetzt hat er die gleiche Höhe wie der Mittelpunkt. Also gilt es, dass ich den Mittelpunkt der Strecke A1, ja allgemein ANBN, berechnen muss. Mittelpunkt, da gibt es eine schöne Formel in unserer Formelsammlung auf Seite 14, also relativ weit hinten. Ja, da heißt es Mittelpunkt einer Strecke und die bedeutet nur, addiere die x-Koordinaten, teile sie durch 2, addiere die y-Koordinaten, teile sie durch 2. Dann habe ich den Mittelpunkt, dann gilt wieder, ich habe eine y-Koordinate von dem Mittelpunkt, diese y-Koordinate hat der Punkt C auch, also wieder gleichsetzen, nach x auflösen und dann haben wir auch die Aufgabe schon gelöst. Also fast identisch wie die 1.5, die wir gerade eben mit dem rechtwinkligen Dreieck gemacht haben. Gut, gehen wir es durch. Da schiebe ich vielleicht einen Rand. Vielleicht brauche ich es ja nochmal zum Erklären. Also wir brauchen zuerst den Mittelpunkt. Mittelpunkt N. Nehme ich drüben die Mittelpunktsformel. Mittelpunkt von A, halt die x-Koordinate brauchen wir. Also schreiben wir so x von AN plus x von BN geteilt durch 2. Wobei man hier auch gleich rausfinden könnte, was da dahinter steckt. Aber ich schreibe es mal so auf. Jetzt muss ich mache ich das hier weg, kann ich ja wieder einmalen, wenn ich es nachher brauche. Weil ich brauche wahrscheinlich den Platz. Dann y-Koordinate von a. Das waren die 0,5x² plus 3. Einfach oben nachschauen. Plus die x, ich habe es allgemein, bin immer zu schnell. Y von an plus y von bn geteilt durch 2. Okay, nächster Schritt, einsetzen. Es ist übrigens egal, ob mit AN oder BN anfängt von Mittelpunkt. Nur wichtig, bei der Streckenlänge gilt immer oben minus unten. Wenn ich ein Plus dazwischen habe, ist es wurscht. So, x von AN ist x, von BN ist ebenfalls x geteilt durch 2. Und y von AN jetzt aber mit 0,5x² plus 3 plus, das andere war 0,5x² minus 0,5x. Plus 1,125 und das Ganze geteilt durch 2. So, mn, x plus x sind 2x geteilt durch 2 sind x. Ja, hätte man sich auch sparen können, weil wir wissen ja, Punkt x liegt direkt über b und unter a, hat also sowieso die gleiche x-Koordinate, aber macht ja nichts. So, 0,5x² plus 0,5x² sind 1x². Dann die minus 0,5x
Und 3 plus 1,125 sind 4,125. So, und das ist noch geteilt durch 2, das dürfen wir nicht vergessen. So, letzter Schritt also bei für mx und 1x geteilt durch 2 sind 0,5x Quadrat, minus 0,5 geteilt durch 2 sind minus 0,25x und 4,125 geteilt durch 2 sind 2,0625. Da runde ich jetzt allerdings. Hier ja, gibt es ja keine Vorgabe dafür, steht nirgendwo, also 2,06. Prima, das ist unsere y-Koordinate von Punkt M. Erster Schritt, zweiter Schritt. Und jetzt gilt, die y-Koordinate von dem Punkt M muss gleich sein wie die y-Koordinate vom Punkt C. Haben wir vorhin erläutert. Gleichschenkliges Dreieck, Punkt C liegt direkt hier in der Mitte drin. Das war ja unsere Zeichnung dazu. M und C. Ja. Y-Koordinaten gleich. So, nochmal das gleiche Spiel. Y-Koordinate von Punkt Mn, also 0,5x Quadrat minus 0,25x plus 2,06 ist gleich, und jetzt y von Cn, das kann man oben auch nochmal nachschauen, 0,5x Quadrat plus 2x plus 5. Ja, steht ja irgendwo eine Aufgabe drin in 1,3. Steht sogar abgedruckt, halt plus 5. So, auflösen, Kalkintersection oder Solver oder Vorhand. Ich subtrahiere 0,5x Quadrat, das kommt jetzt schon zum dritten Mal, dass das dann rausfällt. Ist gleich 2x plus 5. Ja, jetzt kriege ich wieder eine Gleichung mit einer Unbekannten und das löst jetzt wieder nach x auf. Ich sammle die x wieder auf der rechten Seite, dann sind sie positiv. So, und das kommt auf die linke Seite, dann habe ich hier 7,06 ist halt minus 5, dann sind es minus 2,94 ist gleich 2x plus 0,25 sind 2,25x, teile ich durch 2,25. Und dann folgt daraus, x ist gleich 1,31, minus 1,31. Jawohl, das war die Aufgabe. Es war nur hier berechnen den zugehenden Wert für x. Man sollte keine Koordinaten berechnen, also müssen wir nicht mehr weitermachen. Ja, Aufgabe gelöst. Passt.